Die Currywurst feiert Geburtstag. 70 Jahre lang gibt es das Gericht. Inzwischen am 4. September 1949, so geht die weithin akzeptierte Legende, mischte die Berliner Gastronomin Hertha Heuwer zum ersten Mal die Soße an, die Geschichte schreiben sollte. Der Imbissbesitzer Georg Bier. Die Currywurst, denke ich, ist schon Teil deutschen Kulturguts geworden. In ganz Deutschland ist sie vertreten und das ist eine Erfolgsgeschichte, die ich toll finde. Begonnen hat diese Erfolgsgeschichte in Hertha Heuwers Imbiss in Charlottenburg. Heute hängt hier eine Gedenktafel. Auch andere haben über die Zeit für sich beansprucht, die Currywurst kreiert zu haben. Doch Heuwer gilt allgemein als die wahre Erfinderin. 1960 gelangte ihre Wurst vom Westen auch in den Osten. Konopkes Imbiss im Prenzlauer Berg soll sie als erster DDR-Stand angeboten haben. Die Wende haben Wurst und Konopkes bestens überstanden. Wir freuen uns, dass auch nach 70 Jahren die Nachfrage ungebrochen ist. Und ich denke auch, das ist ein Produkt, das auch weiter in der Zukunft bestehen wird. Ganz klar, die Nachfrage wird es immer geben. Die Currywurst, für viele ein traditioneller Bestandteil der deutschen Küche, entsprechend überraschend für manchen das Alter der Wurst. Ich hätte gedacht, sie wäre älter, um ehrlich zu sein. Ja, auf jeden Fall, war mir nicht bewusst. Ansonsten Glückwunsch.